deinen Verlauf bis jetzt? Sehr enttäuschend. Am meisten hat mich die Regierungserklärung vom Bundeskanzler Alexander Schallenberg enttäuscht. Jetzt gibt es zwei Misstrauensanträge heute, einen von der SPÖ, einen von der FPÖ. Wie sehen Sie das denn, dass die FPÖ gleich gegen die gesamte Regierung einen Misstrauensantrag stellt? Ist das nicht irgendwie auch ein Punkt, wo viele andere Parteien sagen würden, das instabilisiert Österreich? Das ist der Grund, warum die sozialdemokratische Fraktion mit diesem Misstrauensantrag der FPÖ heute nicht mitgehen wird. Ich denke, das versteht dann niemand. Ich bin ganz dafür, dass Misstrauen gegenüber Einzelnen ausgesprochen wird und gegen die gesamte Bundesregierung. Jetzt werden wir uns mal anschauen, wie sie arbeiten, welche Schwerpunkte sie setzen und wie die Bewältigung der Gesundheits- und Wirtschaftskrise voranschreitet. Und an dem werden wir sie messen. Ganz wichtig natürlich, dass man weiterhin gut zusammenarbeiten kann. Aber es wird auf der anderen Seite gerade von der Opposition eben sehr stark kritisiert, dass der Rücktritt von Sebastian Kurz ja im Prinzip nur ein Etikettenwechsel ist, sage ich mal. Diese Einschätzung teile ich. Es hat sich gestern ja im ÖVP-Club gezeigt, nämlich dieses reflexartig und zu 100% sich hinter Sebastian Kurz zu stellen, ohne zu reflektieren, was denn alles passiert ist. Und die Tragweite dieser Anordnung zur Hausdurchsuchung zu bewerten in aller Ruhe, stattdessen ihn dann gleich zum Clubobmann zu küren, ist beschämend in einem liberalen Rechtsstaat, in einer liberalen Demokratie. Und daher haben wir die Sorge, dass das Ganze so weitergeht, nämlich Sebastian Kurz als Schattenkanzler. Und die Regierungserklärung von Alexander Schallenberg hat genau das gezeigt. Und das ist wirklich schade. Was könnte man als Opposition überhaupt dagegen tun, wenn das jetzt wirklich so läuft, wie man befürchtet? Nun, wir werden unsere Kontrollinstrumente nützen, dies auch bei jeder sich bietenden Gelegenheit aufzeigen, also diese Missstände aufzeigen und jedenfalls uns schützend vor demokratische und parlamentarische Institutionen stellen, weil der Angriff des Kurzsystems zielt auf die Demokratie, zielt auf die Rechtsstaatlichkeit in diesem Land ab. Das heißt, das System, das eben nicht nur die SPÖ, sondern zum Beispiel auch die Neos sehen, gefährdet Ihrer Meinung nach tatsächlich den Rechtsstaat? Den liberalen Rechtsstaat und die liberale Demokratie. Die Demokratie wird zum Glück weiter bestehen, die ist gefestigt in Österreich. Aber wenn ich daran denke, dass immer wieder Versuche gestartet werden, kritische Medienberichterstattung per Gesetzesänderung zu verbieten oder Hausdurchsuchungen bei höchsten Verwaltungsorganen, also bei Ministerinnen und Ministern aktiv zu verhindern, zu verbieten oder Verwaltungsbehörden. Sie erinnern sich, dass geheißen hat, mittels Amtshilfe, aber nicht Hausdurchsuchungen. Das sind so Versuche, die immer wieder gestartet werden, hier kritische Stimmen, Kontrollinstrumente mundtot zu machen. Und das dürfen wir Ihnen nicht durchgehen lassen. Es ist ja mittlerweile nicht bei den Hausdurchsuchungen geblieben, anscheinend hat es auch eine Verhaftung gegeben. Wie sehen Sie das? Na, ich gehe davon aus, ohne nähere Details zu kennen, dass hier die Sorge da ist, dass verdunkelt wird. Und vieles, ich meine, am skurrilsten fand ich den Auftritt von der Abgeordneten Schwarz vor einigen Wochen, als sie eine eilig einberufene Pressekonferenz dazu genützt hat, um den Ermittlerinnen und Ermittlern zu sagen, es gibt nichts mehr, es gibt keinen Grund, eine Hausdurchsuchung bei der ÖVP vorzunehmen. Und das war ja schon absurd genug. Also dann frage ich mich, ja, war da was, was es jetzt nicht mehr zu finden gibt?